Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion T2 im 4 gegen 4 Superhelden-Modus. Pass auf. Wir machen das jetzt einfach mal. Zack. Und Crab Lord. Welcome to Nova. Magischen Schaden habe ich genug, ich nehme den noch mit. Wir können auch ruhig die Angler noch mitnehmen. Dann sieht das super aus. Das wird gut. Wir machen das mal so. Wir können auf jeden Fall mit dem Starcaller noch viel machen. Dass dann die Angler schnell fett werden. Machen wir die Angler fett. Machen die Crablords fett. Und dann habe ich alles, was ich brauche. Okay, es war kein guter Start. Kommt den einen noch? Ah, schade. Da hätte ich mehr Schaden gebraucht. Alter, der ist schon fast voll. Stellen auch so eine Wurzelqualle hin. Das klingt nach einem guten Plan. Sehr schön. So, was hat mein Gegner? Eine Maske. Eine Champion-Maske hat er genommen. Die jetzt schon mega fett ist. Okay. Wir machen es erstmal so. Die Angler waren ein bisschen Zeit brauchen. Ich muss ja erstmal den Stockroller dann dahin stellen. Ich hätte die vielleicht für später aufheben sollen und erstmal die Crabload bauen. Egal. Die sammeln ganz gut Mana, das ist gar nicht schlecht. Stellen wir mal noch zwei hin. Ja, aber da hätte es wirklich mehr Sinn gemacht, dann auf den Starcaller zu warten, dass der das Mana regeneriert. Naja. Ich warte jetzt auf den Crabload wahrscheinlich. In der nächsten Wave auch was machen kann. Take my spear.
Ja, bestell ihn dahin. Das wird eine interessante Runde. Mal gucken, ob ich mir da nicht zu viel vorgenommen habe. Mal wieder. Das kommt mir dann doch häufiger mal vor. Ich werde jetzt aber die Angler auch nicht aufwerten. Weil ich andere Einheiten brauche, um den Schaden zu blocken. Eisige Berührung. Eisige Berührung. Weil wir auf einem Fernkämpfer wahrscheinlich. Mit Attack Speed. Ein bisschen mehr Attack Speed. Auf dem Lärm macht es auf keinen Fall Sinn, weil der mega langsam schießt. Aber oh, wir haben schon gut Mana gesammelt. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich hätte den einen mal auf. Consider it done. Der hat relativ viel Attack Speed, macht wahrscheinlich auf den Sinn. Würde ich mal behaupten. Ja, auf Harpien auf jeden Fall fett. Auf dem Zeus wäre es stark. Maske. Okay. Da kommen schon die ersten Explosionen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay, hat sich gelohnt, das sofort auf den zu machen. Weiß noch nicht so richtig. Bauen wir die mal noch auf. Die sammeln doch mehr besser Mana, als ich das sonst irgendwie immer in Erinnerung hatte. Bei mir hat das irgendwie nie so ganz so gut funktioniert. Aber umso besser. Schön Mana sammeln. Das Bevölker bereits am Start. Ja, weiß ich nicht, da muss ich auch hinschicken. Das dauert noch ein bisschen. Das wird doch schon wieder viel zu teuer, das rieche ich. Ich warte mal, dass ich einen Starcrawler bauen kann. Für 10 ist das wichtig. Einen können wir mitnehmen. Consider it done.
Ja. Der ist wichtig. Können wir dann hier Mana generieren, um die fett zu machen. Und hier Mana generieren. Und dann wird der Rest wahrscheinlich zu teuer. Vermute ich mal. Aber mal schauen. Das Starcrawler war auf jeden Fall wichtig. Also der Jünger ist ja noch kein Starcrawler. Oh, mega slow! Sehr gut. Extra Geld für mich. Magier nehmen wir mit. Ich werde den aufwerten. Den Magier mache ich dann hier hin. Das ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. Weil wenn die sich hier sehr gut regenerieren, also aufbauen mit dem Mana und dann sind die übelst fett. Muss ich mal was machen und die erzeugen Mana rundherum. Das ist stark. So gefällt mir das. Ja, großartig jetzt bei den Masken. Ich kann auf 13 wahrscheinlich gehen. Die Schaden reinmachen. Ja, wir bauen Worker. Magier steht. Auf 13 oder 15 wäre gut für mich. Ich habe schon eine starke Kombination, das muss man sagen. Das sollte reichen. Für die nächsten beiden Wellen. Die bauen sich schön auf, die sind schon voll. Hör mit noch rein. Zu wenig Worker, um groß was zu reißen. Sehr schön. Sehr schön. Das war aber ganz schön knapp.
Dabei hat er mir nur einen Drachen geschickt. Mehr war das gar nicht. Genau, dann schicke ich auf 15. Einfach ein bisschen Dinos rein. Mehr brauche ich gar nicht. Mehr als Dinos brauche ich gar nicht. Bei Aufprallwellen bin ich natürlich schwach. Also muss ich auf der 16 aufpassen. Giftpilz. Schicken auf jeden Fall mehr rein. Jetzt werden wir die hier ein bisschen upgraden. So. Sieht doch gut aus. Der ist fast maximal, das heißt, ich kann ihn bald aufwerten. Im besten Fall wäre es nächste Runde. Das wäre optimal. So, schauen wir mal, er hat ein Schwein gebaut. Und viele von den Masken. Jetzt fehlt der Schaden. Jetzt fehlt ihm langsam der Schaden. Sehr gut. Er hat immer noch Schotter und Gold. Wir müssen dringend mehr Rocker aufbauen. Fähigkeitsschaden verstärkt. Wir machen. Du hast doch Fähigkeitsschaden, oder? Ja, hast du. Hebe ich also für dich auf. Ich werde hier auf jeden Fall noch einbauen. So sieht das doch gar nicht schlecht aus. Ah, die Angler sind relativ früh abgekackt. Wie gesagt, die 16 war für mich gefährlich. 18 wird auch gefährlich sein, weil die Crablords jetzt nicht so viel magischen Schaden machen. Fast voll. So, wir machen ihn fett. So, sollte reichen. Beziehungsweise will ich jetzt nichts anderes bauen. Das nächste Runde voll. Der ist schon voll. Kacke, den hätte ich aufwerten können. Egal.
400 ist echt nicht wenig. Hat mal 200 geschickt. Alles abgewehrt, so soll es sein. Und eine dicke Sakura-Blume schon am Start. Ich sollte wahrscheinlich erstmal doch die aufwerten. Habe ich so ein Gefühl, weil ich magischen Schaden brauche. Nächste Runde dann die. Die werde ich nicht mehr schaffen mit der Kohle. Da wollte ich mal wieder zu viel. Ja, dann bauen wir halt noch mal ein paar Blocker auf. Und dann ist Schluss. Den reicht's nicht mal. Den auch nicht. Ich habe auf jeden Fall keine Worker mehr, das macht keinen Sinn. Hier was zu bauen macht auch keinen Sinn, ich warte einfach und spare mir die 100 Gold. Ja! So mache ich's. So, es ist ja auch groß. Die aufwerten, den aufwerten. Ende. Wieder 120 Pip übrig. Also ich bin 1000 plus, das ist okay. Liegt doch an denen. Ja, das muss ich mir merken, das hätte mehr Sinn gemacht, mit Stalkwaller, also jünger zuerst zu platzieren und hier andere dann drumherum. Hätte wesentlich mehr Sinn gemacht. Eiersäcke sind noch platziert, okay. Meine Angler gewinnen einfach noch ein Mana dazu, das ist auch schön. Ja, einer macht wieder, was er will. Ich schicke auf ihn. 1500, 1300, 500er Teile. Erst runter. Ich bin noch gut dabei. Dann werde ich hier noch ein bisschen aufrüsten mit denen.
Mehr brauche ich aber nicht. Drei reichen. Dann gucke ich, ob ich in der nächsten Runde noch von denen welche aufwerten kann. Ich wollte natürlich mal wieder viel zu viel. Aber so ist das. Gucken wir mal rüber. Die zwei sind im Minus. Der hat 2500 plus, der hat 500 plus. Wir sind schon alle im Minus. Auch wenn es erstmal nur wenig ist. Und wir wollen jetzt schicken, okay. Krieg mal hin. Ja, ich wollte wirklich mal wieder zu viel. Klappen wir den noch auf. Hauen wir eine Wurzelqualle hin. Und Schluss. Ein Haufen Ram. Mega viel Flächenschaden. Meine Augen sind schon tot, außer der Hermit. Sehr gut, ich bin durch. Ich halte hier noch ein kleines bisschen. Tot. Ist auch down. Er hält natürlich, weil er die ganze Zeit geschickt hat und nicht genug hatte. Kacke. Das war's. Ja, so wichtig ist Teamwork. Wenn einer nicht mitmacht, ist vorbei. Aber es war trotzdem eine gute Runde. Ich muss mich dann irgendwie nur mal ein bisschen zurücknehmen und dann halt eben mich für eins entscheiden. Ja, es war eine weitere Runde Legion. Schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei, zum Beispiel beim letzten. Da habe ich nur teure Einheiten gebaut. Genau wie hier eigentlich. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.